Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, bei einem weiteren Part. Warum zockst du? Genau du, warum zockst du? Hast du diese eine Frage jemals gestellt? Jo, wahrscheinlich schon, wenn du dieses Video jemals gesehen hast. Ja, es sind hier die nächsten zwei Kollegen dran und ich hoffe, ihr habt wieder jede Menge Spaß. Gebt bei den zwei Kollegen zurück und wir sehen uns am Ende wieder bei meinen kleinen Worten. Und ja, viel Spaß, lehnt euch zurück. Hallihallo Leute, ich bin der Freestyle Gamer und ja, ich bin heute zu Gast bei dem Easy Style auf dem Channel. Und zwar startet er da momentan so eine Aktion, die sich nennt Warum zockst du, beziehungsweise warum machst du YouTube? Ja, ganz einfaches Thema eigentlich, wobei einige jedoch ein bisschen intensiver nachdenken müssen, warum sie eigentlich zocken. Und ja, ich zocke eigentlich aus einem Grund, und zwar hat mein Vater schon damals irgendwie Shooter-Games gezockt, wie zum Beispiel jetzt Battlefield, und ja, ich weiß nicht, Far Cry auch. Und da habe ich einfach mal immer dabei ein bisschen mit zugeguckt und hat auch richtig Bock gemacht, bis ich dann auch irgendwann selber mal zocken durfte. Weil ihr kennt das ja, wenn ihr ein bisschen kleiner seid, beziehungsweise jünger seid, und ihr zum Beispiel ein Spiel ab 16 habt, dann wisst ihr, wie eure Eltern damals waren. Und ja, aus diesem Grund zocke ich eigentlich nur. Weil sonst, so bei anderen Kollegen, die haben mir auch immer gesagt, ja, ich zock das und das und das. Aber da habe ich mich wirklich nie für interessiert, weil ich habe es ja nicht wirklich immer gesehen, ja. Und bis ich dann meinem Vater mal zugeschaut habe, ja, und dann irgendwann bin ich halt auch auf den Trichter gekommen. Und kommen wir zum zweiten Thema. Wie bin ich auf YouTube gekommen, beziehungsweise warum mache ich YouTube? Ja, ganz einfach, viele kennen ja Danny Burnage und ich bin ein großer Fan von ihm. Und ich finde einfach seine ganzen Videos mit Du wurdest verarscht und so einfach richtig, richtig geil. Und ja, dann habe ich mir auch irgendwann mal eine Elgato gewünscht. Die habe ich dann auch bekommen von meiner Freundin. Und dann habe ich einfach mal angefangen, so ein paar Videos zu machen. Und ja, habe dann auch direkt so immer positive Bewertungen bekommen. So anfangs natürlich ein bisschen negativ, weil man sich halt noch nicht auskennt. Aber mittlerweile ist es besser geworden. Ja, und was ich eigentlich auch mit YouTube erreichen möchte, ja, ich möchte eigentlich gar nichts mit YouTube erreichen, weil ich einfach diese Gameplays einfach so just for fun mache, weil ich euch einfach ein bisschen unterhalten möchte, auch wenn schon so viele YouTuber machen. Aber ja, ich hoffe, ich kann euch ein bisschen da unterhalten. Und ja, das war's eigentlich zu dem Video, warum ich zocke und wie ich auf YouTube gekommen bin. Wie gesagt, weil man auch so gewisse Vorbilder hat, die dann so richtig gute Sachen bringen und man dann einfach mal Bock hat, selber das zu machen. Ja, im Hintergrund habt ihr gesehen, läuft gerade Black Ops 2, ist Hardcore, Team Deathmatch, aus Standoff, glaube ich, ja. Und ja, Leute, also wie gesagt, lasst dem Easy Style mal ein Abo da und einen Daumen nach oben. Und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja mal auf meinem Channel. Also bis dann, Leute, haut rein. Hallo liebe Leute, ich bin der Nemesis LP und bevor ich mit der ganzen Sache anfange, erstmal ein Dankeschön und ein Lob an Easy Style für diese tolle Promotion-Aktion. Finde ich richtig, richtig gut. Mach nur weiter. Ja, einfach nur klasse. So, zur Info. Im Hintergrund seht ihr ein Gameplay aus meinem Minecraft-Let's Play. Im einfachen Singleplayer-Survival-Modus, ganz klassisch gehalten, lohnt sich mal reinzuschauen, also wenn ich mal ein bisschen Eigenwerbung, aber gut, lassen wir das, kommen wir zur Frage, warum zockst du? Und die Frage lässt sich ganz einfach beantworten, ich habe meinen Lebtag nur gezockt. Schon als kleiner Junge habe ich angefangen mit Gameboy und mit dem C64, über Amiga, ich hatte eigentlich alles. Und wenn ich es mal angespielt habe, ich war damals als Kind mehr der Nintendo-Vertreter und später bin ich dann auf PlayStation gewechselt. Ich habe natürlich auch Sega gezockt und auch Xbox und so weiter, aber bin tatsächlich halt mehr jetzt auf PlayStation oder aber natürlich auch den PC, den kann ich gar nicht mehr aus meinem Leben denken. Und ja, ich habe eigentlich das Kind in mir immer bewahrt und habe immer gezockt und ich denke mal, ich werde auch noch im sehr hohen Alter zocken. Und selbst im Altenheim, wenn es da möglich ist, PC oder Konsole irgendwie zum Laufen zu bringen, werde ich auch da noch zocken. Und das ist auch der Grund, warum ich auf YouTube Let's Plays mache. Einfach, um meinen Spaß und meine Freude am Spielen mit euch zu teilen. Und ja, ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also forever young, für immer Kind und ja, deswegen zocke ich.
So, bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank nochmal, lieber EasyStyle, und alles Liebe und alles Gute, euer Nemesis. Tschüss. Jo, meine Freunde, das waren die zwei wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wäre nett, wenn ihr einen Daumen da lässt und geht auch bei den zwei Kollegen vorbei. Die Links sind natürlich unten in der Videobeschreibung. Gleich als erstes schaut bei denen vorbei. Auch weitere Links sind natürlich wichtig, die unten verlinkt sind oder hier in dem Video. So YouTube Stars wie Gronkh und so haben auch auf diese Frage geantwortet oder Gamescom Besucher haben darauf auch geantwortet. Und wenn ihr noch mitmachen wollt und nicht dabei seid, geht auf das Bewerbungsvideo, klickt drauf, schreibt euer Kommentar drunter, schickt mir ein Video ein und dann seid ihr auch in diesem Projekt dabei. Und ich hätte mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Warum zockst du? Ja genau du, warum zockst du? Bis bald, ich bin raus, ciao.